Hi, da ist eine Pistole unter. Das ist das Ruheabteil. Sprich hier mit deiner kleinen inneren Stimme, Junge. Da ist eine Pistole. Mit mir. Ich bin bereit. Du bekommst mich neu und verbessert. Denn wenn man Frieden in die Welt trägt, bekommt man Frieden zurück. Ich glaube, du vergisst, was du beruflich machst. Nimm die Waffe. Bei jedem Job, den ich mache, stirbt jemand. Dieser Typ bin ich nicht mehr. Manche Konflikte erfordern eine Waffe. Hey, das ist nice. Okay, was schnappe und oder greife ich mir? Einen Aktenkoffer. Du sagtest, wenn du zurückkommst, willst du einen einfachen Job. Einfacher geht's nicht. Du hast auf mich eingestochen? Ich ruiniere dein Leben, wie du meins ruiniert hast. Alter, ich kenne dich nicht mal. An dem Job ist nichts einfach. Hier geht noch was anderes ab. Ja, ich bin nicht der Einzige in diesem Zug, der nach diesem Koffer sucht. Lemon? Wo ist der Koffer? Oh, hab ihn versteckt. Eben war er noch hier. Wir liegen voll im Zeitplan. Alles, was dir jemals passiert ist. Das sticht, Bitch! Hat dich hierher geführt. Schicksal. Das ist ein Scheißdeal. Nein, danke. Wissen Sie was? Haben Sie irgendwas mit Sprudel? Genau das, danke. Domo arigato. Sicher, du willst das nicht ausdiskutieren? Nicht wirklich, nein. Okay. Ich muss zurück ins Spiel, Sir. Beweise es. Sergeant Rodriguez' Begräbnis ist am Sonntag. Die wollen, dass sein Hund dabei ist. Sie ist unberechenbar. Er ist ganz friedlich und im nächsten Moment landen drei Kerle in der Notaufnahme. Na, Hundchen, wir beide machen einen kleinen Ausflug. Easy. Was habt ihr denn alle? Sie ist doch ganz ruhig. Ach, was ist denn, Mann? Jetzt schalt doch mal runter. Nur einen Gang. Hey, 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 hör auf! Nein, nein, hey, halt! Du bist ja so brav. Wieso frisst sie ihn aus der Hand? Ich bin eben nett zu ihr. Sie ist doch süß. Braves Mädchen. Wenn du auf der Fahrt nicht mehr durchdrehst, kann es doch ganz lustig werden. Hier, Pfote drauf. Lulu, bist du das? Braves Mädchen. Was, ihr kuschelt? Echt? Hattest du noch nie einen Lulu-Schmuser? Macht ihr das nie? Nein, geschmust haben wir nicht gerade. Schon gut, war nur ein Blitz. Was ist mit dir los? Sie hat noch nie in einem Bett geschlafen. Ich hätte gern ein Zimmer für mich und mein kleines Mädchen. Ist das ein Orden? Wurde sie verwundet? Wurde sie. Danke für deine Dienste. Und Sie haben bei ihr noch nie aggressives Verhalten beobachtet? Niemals. Nein! Hundchen! Nein, Hundchen! Sorry! Oh mein Gott, ich kann sehen. Du bist ganz sicher nicht das Mädchen, mit dem ich in der Wanne landen wollte. Aber ich denke, man muss nehmen, was man kriegt. Da ist niemand mehr hinter uns. Sieh nicht nach hinten, sieh nach oben. Okay, Baby, jetzt wird's langsam voller hier. Halt den Wagen an. Was? Was? Halt an! Mach schon los, Rückwärtsgang! Laura, das da bin ich. Hi! Parallelkontakt, Babe? Naja, du hast doch immer gesagt, du wärst mir gern früher begegnet. Wunsch erfüllt? Ja. Erinnerst du dich daran? Ich meine, wenn das hier mir passiert, dann ist es dir schon passiert, oder? Außer es funktioniert wie ein Multiversum, in dem jede Welle eine neue Zeitachse schafft. Es ist kein Multiversum. Mein Gott, wir haben zu viele Filme gesehen. 2050, ist es schlimm da? Ja, ist es. Findet ihn.
nur versucht, den Menschen zu helfen. Aber das Heilmittel ist ein Fluch. Michael. Ich muss jagen. Mein Verlangen nach Blut stillen. Oder sterben. Wir alle tragen Monster in uns. Es liegt an uns, sie zu kontrollieren. Was, wenn ich nicht kann? Michael Morbius. Du hast eine Gabe. Nicht wirklich. Unser ganzes Leben haben wir mit dem Tod gelebt. Wieso sollten Sie nicht zur Abwechslung spüren, wie sich das anfühlt? Akzeptiere einfach, wer du bist. Der Böse. Sie sehen ganz und gar nicht aus wie in den Nachrichten. Sie sehen ausgesprochen robust aus. Pilatus hilft. Wussten Sie, dass der allererste Film einen schwarzen Mann auf einem Pferd zeigte? Und dieser Mann ist mein Ur-Urgroßvater. Ur. Da kommt noch ein Ur-Großvater. Deshalb sagen wir auf der Hayward Ranch, Hollywoods einziger Pferdetrainer-Ranch in schwarzer Hand, immer, dass wir seit dem Moment, als die Bilder laufen lernten, mit dabei waren. Das ist ein schlechtes Wunder. Gibt es ein Wort dafür? Nein, nein, nein! Zur Schule. Sicher? Ja, natürlich. Okay, alles gut. Einverstanden. Antonio LeBlanc, wie sind Sie zu dem Nachnamen gekommen? Ich wurde adoptiert. Das willst du heute zur Schule anziehen? Ja, wieso? Ach, nur so. Gute Wahl. Komm, los. Wo kommen Sie her? Ah, ich lebe eine Stunde nördlich von Baton Rouge. Wo kommen Sie her? Also ursprünglich? Geboren wurde ich in Korea. Es ist noch ein Baby unterwegs. Und ich bin auf der Suche nach einem weiteren Job. Kathy? Hey, wo willst du hin? Was ist denn? Was ist denn hier los? Hey, ist das nicht deine Kleine? Komm, gehen wir. Hat einer gesagt, dass du gehen kannst? Stopp! Ich sag's zum letzten Mal! Okay, jetzt reicht's. Arme aus dem Häuschen! Los, tu doch was! Ich hab die Kaution hinterlegt. Warum ist er nicht längst wieder draußen? Wie es aussieht, ist er nicht mehr hier. Er wurde mitgenommen. Was? Ich verstehe das einfach nicht. Wie können die ihn auf einmal ausweisen? Ich bin mit drei hierher gekommen. Können wir dagegen überhaupt nichts tun? Ich meine, hören Sie ihm zu, sehen Sie ihn an. Er ist Amerikaner. Die Einwanderungsbehörde nimmt Leute wie Sie ins Visier, adoptiert oder nicht. Ich lebe hier seit über 30 Jahren. Außerdem sind Sie vorbestraft. Was willst du hier, Bro? Erzähl mal, was willst du? Eigentlich berechne ich im Voraus $5,000. Werfen die dich raus? Nein, meine Kleine. Ich gehe nirgendwo hin. Yo, Antonio! Du weißt, wie es läuft, Bro! Los, 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 los! Komm, dann! Ich würde mit dir sogar auf dem Mond leben. Schneller, komm schon! Ich habe keine Angst.
Sie können freiwillig das Land verlassen oder Sie gehen in Berufung. Und entscheidet das Gericht nicht wunschgemäß, Lisa, geh nicht! Darf er nicht mehr zurück. Ich verlasse meine Familie nicht. Die Frauen in der Generation unserer Eltern, die haben sich irgendwie weiblicher angezogen. Weißt du, was ich meine? Hm. Weil ich denke, du würdest richtig gut aussehen in einem Kleid. Haben Sie also, noch was einen ich meine ist. Eigentlich bin ich fertig, danke schön. Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich die Reste mitnehmen, ja? Ich weiß nicht, wie du das machst, Molly. Was denn? Leute daten. Nein, nein! Nirgendwo steht, du brauchst einen Mann. Also spiel keine Spiele. Sei einfach du. Ganz gerade heraus. Wohnst du hier in der Nähe? Weil, also, ich wohne in Gang 6. Das war echt furchtbar. Ja, irgendwie schon, fand ich auch. Was ist sein Instagram? Ich will ihn ein bisschen stalken. Er hat keins. Wie war das? Ja. Oh, nein, also das ist verdächtig. Spielen wir ein Spiel. Erzähl mir etwas, von dem du nicht willst, dass ich es weiß. Ich hasse das hier. Okay. Wir setzen alle Hoffnung darauf, unser Glück durch jemand anderes zu finden. Ja. Du bist triebgesteuert und ich habe den Typ noch nicht mal kennengelernt. Was ist hier los? Ich werde es dir sagen, aber du wirst ausflippen. Nein, das passiert jetzt nicht. Doch, es passiert. Keine Spiele. Das wolltest du doch. Es geht ums Geben. Sich selbst einer anderen Person zu schenken. Und eins zu werden für immer. Das ist Liebe. Vergiss es. Das ist doch der Traum jeder Hetero-Frau, oder? Crash und Eddie sind in die verlorene Welt zurückgegangen. Und ich dachte, ich treffe schlechte Entscheidungen. Hallo, Jungs! Bert Wyatt, zu euren Diensten. Unser Held! Was führt euch zwei in meine Welt? Ein Leben voller Abenteuer zu leben, so wie du. Ihr habt euch einen schlechten Zeitpunkt für einen tropischen Urlaub ausgesucht. Passt mal auf, wir stehen vor einer großen Bedrohung. Kannst du das mal wiederholen? Ich hatte ein Marshmallow im Ohr. Crash und Eddie sind schon eine ganze Weile weg. Vielleicht suchen wir lieber nach ein paar abgenagten Knochen. Danke, Sid. Lauf! Das ist unsere Chance, uns zu beweisen. Was euch an Intelligenz fehlt. Das Schicksal erwartet uns. Das Schicksal tut weh. Macht ihr mit schusseliger Unfähigkeit wieder wett. Haltet durch, Crash und Eddie! Wenn wir sie nicht finden, bringe ich sie um. Wann hörst du endlich auf, Gemüse auszuliefern? Das ist gefährlich. Mama, du musst mich loslassen. Ich habe gerade einen Behinderten über den Haufen gefahren. Was machen Sie beruflich? Sag ich lieber nicht, da sind immer alle schockiert. Bei mir sind schon alle schockiert, ohne dass ich was sage. Sie sind Bestatter. Der Wahnsinn, hier zu arbeiten. Wollen Sie einen Sarg kaufen? Nein, im Moment noch nicht. Was zur Hölle machen Sie hier? Ist Ihnen klar, dass Sie sich in einem Leichenwagen befinden? Platon sagt, philosophieren bedeutet, sich im Sterben zu üben. Sterben üben? Wir sind 150 Kilometer hinter Lausanne. Hätten Sie was dagegen, wenn ich im selben Hotel absteigen würde wie Sie? Mich würde das freuen. Auf meine erste Fahrt in einem Leichenwagen. Wow. Die erste, aber nicht die letzte. Oh, scheiße, ja. Seid ihr noch ganz dicht? Was?
Was haben Sie denn? Ist niemand gestorben? Alles scheint an dir abzuperlen. Lässt nichts an dich ran. Wer ist in der Urne? Hast du sie gekannt? Ist es denn nicht so schon schwer genug für mich? Wir wissen nicht, wohin die Reise führt. Aber wir sind an Bord. Und wir fahren mit in einem Zug, der für das Leben steht. Was die anderen denken, ist mir scheißegal! Wie glücklich bist du auf einer Skala von 1 bis 10? Bei 9,5. Ihr Bruder? Nein, mein Freund.